Hi Lieben und herzlich willkommen zu dem 7 Minuten Yoga Flow für eine schlanke Taille und für einen flachen Bauch. Dieses Workout, was ich euch jetzt zeige, mache ich jeden Morgen in abgewandelter Form. Und falls ihr euch für die Themen schlanke Taille oder Abnehmen oder gesundes Leben interessiert, könnt ihr meinen Kanal natürlich gerne abonnieren. Das würde mich super freuen. Und bevor ich beginne, kann ich euch dieses Set von Oceans Apart, das heißt Heaven Top Set, super megamäßig ans Herz legen, weil ich liebe das wirklich morgens für meine Workouts und für Yoga allgemein. Und es hat einfach so einen flauschigen Innenstoff und lässt sich auch super an die Taille anpassen, das Oberteil. Also ich kann es euch empfehlen. Unten ist auch der Link in der Beschreibung. Und dann rede ich nicht mehr allzu viel. Lasst uns loslegen mit dem Workout. Für die erste Übung streckt ihr eure Arme ganz weit nach oben und nach hinten und führt sie dann, so als würdet ihr euch selber Flügel malen, an der Seite nach unten. Dann streicht ihr die Außenseite von euren Beinen runter bis auf den Boden, einmal um eure Füße und streicht es an der Innenseite wieder hoch und streckt die Arme wieder zum Himmel und nach hinten und malt euch wieder die Flügel. Und beim Hochgehen, atmet ihr ein und wenn ihr die Arme außen runterführt, atmet ihr aus. Und das Wichtige bei dieser Übung ist einfach, dass ihr ganz tief einatmet und auch ganz tief ausatmet. Es ist egal, wie schnell ihr die Übung macht, einfach, dass der Atem richtig ist, das ist das Wichtigste und dass euer Körper einfach ein bisschen in Schwung kommt. Dann lässt ihr eure Arme hängen, beugt euch vor, versucht euren unteren Rücken gerade zu halten und atmet einfach ein paar Mal tief ein und aus. Und dann legt ihr eure Hände auf den Boden ab und lauft ein bisschen vor, sodass ihr quasi so ein Dreieck bildet und der Po der höchste Punkt ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Position einfach eine Weile halten oder ihr könnt euch auf die Zehenspitzen stellen und dann die Fersen wieder runterlassen. Und dann atmet ihr beim Hochgehen wieder ein und beim Runterlassen wieder aus und macht das einfach eine Weile lang. Als nächstes nehmt ihr ein Bein vor zu eurer Hand und lässt das hintere Bein gestreckt und senkt das Becken ein bisschen ab, sodass ihr vorne einfach so einen rechten Winkel beim Knie bildet. Die beiden Hände platziert ihr dann neben euren vorderen Fuß oder ihr könnt eine Hand nach oben strecken und das dehnt einfach noch mehr den Oberkörper. Aber wenn das euch zu anstrengend ist, dann lasst einfach beide Hände auf dem Boden und fokussiert euch drauf, euer Becken zu dehnen. Dann tauscht ihr das Bein und macht das einfach auf der anderen Seite genauso. Für die nächste Übung geht ihr in den Vierfüßlerstand und legt eure Hände unter euren Schultern ab und dann drückt ihr euren Rücken einmal durch, atmet aus und beim Einatmen macht ihr einen Katzenbuckel und atmet tief ein. Und das macht ihr einfach in eurem Tempo, so wie es euch gut tut, einfach eine Weile lang. Hockt ihr euch einfach auf eure Unterschenkel, lasst die Hände dort, wo sie waren und macht quasi so eine Schleckbewegung, so als wärt ihr eine Katze und würdet auf dem Boden zwischen euren Händen Wasser aufschlecken. Und dann kommt ihr hoch und geht wieder runter, so als würdet ihr die ganze Zeit etwas zwischen euren Händen aufschlecken und wieder hochgehen. Und beim Aufschlecken atmet ihr ein und wenn ihr hochkommt, macht ihr einen kleinen Buckel und atmet alles wieder aus. Dann lauft ihr mit den Händen vor,
sodass ihr euch mit dem Oberkörper auf den Boden legen könnt und dehnt euren Oberkörper richtig schön. Ihr könnt in dieser Position bleiben oder, wenn es euch zu viel ist, eure Ellenbogen ablegen und den Oberkörper so dehnen. Und als letztes könnt ihr eure Ellenbogen einknicken und euren Oberkörper komplett auf den Boden legen. Das ist auch sehr angenehm und dehnt den Rücken. Ich wechsle immer zwischen den drei Positionen, aber ihr könnt euch auch eine aussuchen, die euch am angenehmsten ist und dann einfach eine Weile lang tief ein- und ausatmen in der Position. Dann geht ihr wieder zurück in die Hocke, lässt eure Hände ganz weit vorne und stellt eure Finger auf, so als würdet ihr so ein kleines Zelt bilden und dehnt so euren Rücken und atmet ganz, ganz tief in euren Rücken ein und wieder aus und bleibt einfach in der Position. Und am Ende fürs Cooldown setzen wir uns einfach auf unsere Unterschenkel und kreisen die Schultern. Dann nehmt ihr einen Arm, hält ihn euch gerade vor die Brust und dehnt mit dem anderen Arm ein bisschen entgegen, sodass ihr so leicht die Schulter dehnt, und macht das dann auch mit dem anderen Arm. Und als vorletzte Übung fasst ihr euch mit einer Hand zwischen die Schulterblätter und nehmt mit der anderen Hand euren Ellenbogen und dehnt ihn so ein bisschen leicht auf die entgegengesetzte Richtung von dem Arm. Und macht das Ganze auch auf der anderen Seite. Und das war's auch schon mit dem Yoga Flow für eine schlanke Taille. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, könnt ihr mir natürlich gerne einen Daumen hoch geben. Und ich kann euch nur empfehlen, das Set von Oceans Apart, das Heaven Top Set, was ich euch unten auch verlinkt habe, anzuschauen und vielleicht auch mal zu bestellen, weil es ist richtig, richtig nice und ich benutze es auch wirklich gerne. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Start in den Tag, falls ihr das Workout am Morgen gemacht habt, so wie ich das immer mache.